War es das? Ich muss wissen, ob wir gemeinsam weitermachen. Nein, wir sollten uns jetzt voneinander trennen. Ich werde nach Atkatla zurückkehren, in meine Heimat. Wenn ihr es euch eines Tages anders überlegt, würde ich gerne wieder mit euch reisen. Ich glaube, es gibt in dieser Welt noch vieles für mich zu sehen. Ja, wir werden euch da abholen. So, dann plündern wir erstmal bei ihm. Da hat er zum Beispiel einen guten Speer. Und was hat er hier noch? 15 Goldmünzen, wow. Das sind Pfeile plus 1 für Yoshimo. Das ist ein Speer plus 1. Der kann bei Minsk gelagert werden. Wir haben noch so viel zu verkaufen und zu identifizieren und alles. Meine Fresse. Gut. Ich bin bereit. Natürlich. Ach, es steht jetzt da in der Mitte des Raums. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, wollt ihr euch immer noch mit mir prügeln hier unten? Ja, ich suche nach Valiga. Ich bin nicht an einem Kampf interessiert. Tja, das zieht weiter, verschwindet von hier. Ah! Wir haben es geschafft, ihn friedlich loszuwerden. Oh, hi. Kätzchen. Solche zickigen Katzen umzubringen, damit habe ich eigentlich weniger Probleme als zum Beispiel Wölfe, Hunde und Bären anzugreifen. Wow. Einfach nur, wow. So, dann gehen wir mal hier rein. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ich habe hier doch gerade jemanden rumjammern gehört. Ach, da oben. Da gibt's noch einen Gang. Bin so froh, euch zu sehen. Ihr wart so nett zu uns. Ja, Abenteuer im Immenstal. Haben wir das jetzt abgeschlossen? Zur Hafnerfeste von Hamstern und Helden. Fanatiker. Ich bin auf die Kinder aus Immenstal gestoßen, für die ich das Bier gekauft hatte. Sie lagen sinnlos betrunken in der Höhle außerhalb der Stadt. Ich frage mich, wie lange sie schon vermisst werden. Zweifelsohne wird ihnen dieses eine Fass noch lange schwer im Magen liegen. Hä? Keldon kehrt zu seiner Frau zurück. Jan Jansen im Gefängnis. Jahira und Byron Player. Hindak und die Sklaven. Jin. Festung. Die Aktivierung des Golems. Nö. Tierische Probleme in Handelstreff. Ja, Madulf. Korgan und das Buch. Kangaks Körper wiederhergestellt. Galen Bale, Freundin von Quail. Todesfälle in den Umma-Hügeln. Nachdem die beiden Geister verschwunden waren, tauchte Mauna auf und belohnte mich mit einem Stein, der, wie sie behauptete, seine Träger und jeden seiner Begleiter für den Wächter des Schattenfürsten unsichtbar macht. Ihrer Aussage nach ist dieser Wächter ein Schattendrache. Sie warte mich davor, den Stein abzulegen oder den Drachen anzugreifen, da ich ansonsten nicht mehr sicher wäre. Dankte mir und verschwand dann. Der Schattenfürst und sein Altar sind zerstört worden. Der alte Tempel ist zwar noch immer ein furchterregender Ort, aber offenbar hat er keinen negativen Einfluss mehr auf die Umgebung. Der Bürgermeister von Imnestal ist sicher begeistert zu hören, dass die Bedrohung ausgeschaltet wurde. Ja. Dann können wir nämlich auch die Todesfälle in den Umma-Hügeln endlich abschließen. Ich habe eine Freundin von Valiga getroffen.
Ich habe Valiga Kotala getroffen. Er hielt sich in seiner Hütte in den Umma-Hügeln auf, wo er sich vor den verhüllten Magiern versteckt. Sie glauben, dass sie mit seiner Hilfe Einlass in die Sphäre der Ebenen finden könnten, die momentan im Slumviertel von Akatla ist. Valiga ist mit Lavok verwandt, dem Nekromant, der die Sphäre vor 500 Jahren erschaffen hat. Valiga glaubt, dass sich Lavok höchstpersönlich in der Sphäre aufhält und dass er plant, sein Leben zu verlängern, indem er den Körper eines seiner Verwandten übernimmt, wie er das schon oft getan hat. Valigas Familie hat geschworen, Lavok zu töten, falls er jemals wieder auftauchen sollte, und jetzt kommt Valiga endlich die Gelegenheit dazu. Ich habe mich dazu bereit erklärt, mit Valiga nach Akatla zu reisen, die Sphäre zu betreten und herauszufinden, was sich in der Sphäre befindet, und Lavok zu töten, falls wir tatsächlich auf ihn treffen sollten. Ja, das Treffen mit Tolgaris. Beweise für Mavers Verrat. Ah, das war es auch, glaube ich, was hier drin... Oh, hier ist noch was versteckt. Hier ist schön was versteckt. Die identifizieren bitte. Das sind Bolzen plus 1. Ein Kurzschwert plus 1. Da gucken wir gleich mal. Haben wir schon. Schutz vor magischen Waffen können wir nicht lernen. Und Nishiro haben wir auch schon. Schutz vor magischen Waffen wäre aber gar nicht so schlecht. Was könnten wir dafür rausschmeißen? Auf jeden Fall nicht den Lindwurmruf. Kugelblitz. Ablenkung. Den könnten wir mal austilgen. Muss nur noch der Schutz vor magischen Waffen auch funktionieren. Und wir konnten ihn natürlich nicht übertragen. Ernsthaft. Ich warte. Keine große Herausforderung. Das sind noch Pfeile und das war's dann. Pfeile plus 1 für ihn hier. Ganz ehrlich, so. Normale Pfeile brauchen wir gar nicht. Dann kannst du als nächstes die Feuerpfeile wegballern. Oder die beißenden Pfeile. Dann kann Minsk nämlich die Eispfeile nehmen. Gut, das ist erledigt. Ja, nun gut. Wir haben immer noch einen Ruf von 14. Hoffentlich durch die Rettung des Dorfes steigt unser Ruf ein bisschen an. Was möchtet ihr? So, jetzt wieder hier hoch. Wo genau muss ich hin? Da nach oben. Ist Ministerleut noch nicht angekommen? Hä? Ein Menschenfürst? Kommen? Nein, bisher noch nicht. Okay, dann müssen wir mal gucken, ob er wieder zu Hause angekommen ist. So, das Problem ist, die brauchen eine neue Protektorin. Schwierigkeitsgrad habe ich richtig eingestellt. Ja. Gut. Dumm, die dumm. Da ist der Eingang, da möchte ich bitte rein. Oh, er ist wieder da. Brauchen Sie etwas? Ich habe mit Madolf gesprochen. Die Ogre wollen nur in Frieden leben und als Gegenleistung dafür haben wir jemanden, der uns beschützt. Und die Händler freuen sich da. Sich auch darüber. Madolf will ins Dorf kommen und hier einkaufen. Ha, was werden die Leute glotzen? Aber ich danke euch, Talisa. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mit diesen Kreaturen zu fallen. Alles in allem könnte es kaum besser für Imnistal stehen.
Aber ich rede und rede. Entschuldigt bitte, gibt es irgendetwas, was ihr braucht, Talisa? Ich wollte euch nur mitteilen, dass ein Schattenfürst dafür verantwortlich war. Er hatte von Marella, eurer Waldläuferin, Besitz ergriffen. Sie starb im gleichen Moment, in dem der Schattenfürst vernichtet wurde. Oh, das sind höchst erfreuliche Nachrichten. Traurig zwar, dass Marella tot ist, aber wir sind euch sehr dankbar, meine Fürstin, dass ihr uns von dieser Gefahr gewahrt habt. Wie abgemacht, übergebe ich euch hiermit die Rüstung meines Vorfahren, des ersten Protektors. Sie besteht aus Leder, aber ich bin sicher, dass mächtiger Magie sie so stark wie eine Plattenrüstung macht. Ich bin nicht sicher, ob die Rüstung euch von Nutzen sein wird. Ist das genug Belohnung? Ich könnte euch zusätzlich noch etwas Gold anbieten. Nein, das Gold brauchen wir nicht. Ihr seid sehr gütig. Es tut gut zu wissen, dass ihr immer noch tapfere und großzügige Leute im Ferun gibt. Nochmals vielen Dank, meine Fürstin. Es ist eine große Erleichterung zu wissen, dass Immestar jetzt sicher sein wird. Ich werde es den Dorfbewohnern sofort mitteilen. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Ich wollte nämlich lieber den Rufpunkt. Wir sind euch dankbar, meinem Fürstin. Innisvale ist nun wieder sicher und wir können wieder im Frieden schlafen. Naja, ich denke, diese Feder mit den Ogern ist schon in Ordnung. Okay. Ich habe lieber den einen Rufpunkt mehr als die 1000 Gold oder so, was er mir anbieten könnte. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. So, da Minsk-Anliegen jetzt nicht mehr akut ist, wir uns also um Imnistar gekümmert haben, wir können auch dem kleinen Jungen in der Stadt dann Bescheid sagen, wenn wir wieder ins Regierungsviertel gehen. Was wir natürlich als nächstes gleich dann machen werden. Mardorf freuen sich, euch zu sehen. Mensch, Menschendorf, Nachricht bringen, wir sprechen bald und treiben Handel. Mardorf und seine Leute beschützen Dorf, wenn sie wollen. Mardorf und seine Leute viel Schulden. Wir können bleiben und sie uns in Ruhe lassen hier. Ist gut. Hier haben für euch Schild. Haben Zauberkraft von der sizilianischen Truppe. Wenig brauchen, vielleicht ihr wollen. Ja, ein Schild und ein anderer Gegenstand. Das da behalte ich mal. Das ist die, sind die Übertrittspapiere und Cortanas Steuerschreiben. Das brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ja, das Schild und die Lederrüstung können wir beides nicht identifizieren. Auflösung haben wir bereits. Gut. Die Sachen müssen identifiziert werden. Das muss alles verkauft werden. Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Den kriegst du einfach mal, da liegt er nicht im Inventar rum. Die Stäbe muss ich noch identifizieren. Ups. Ja. Bei ihr kann ich Geschosskugeln lagern. Wenigstens ein paar. Dann hat sie auch wieder mehr Inventarplatz. Ja, wenn ihr es wollt. Oh ja, ich weiß, ich könnte einen Tweak installieren, dass man das bis 999 stacken kann, aber nee. So, werfen wir mal ein Ding ins Tagebuch. Ja, das mit den Kindern hatten wir. Keldon und seine Frau. Endag und die Sklaven. Ja, die Morde in den Umma-Hügeln haben aufgehört. Der Schattenfürst wurde getötet. Das Land um den zerstörten Tempel von Amarna zu erstrahlt wieder im Licht der Sonne. Und nie wieder werden Schatten, das Dorf Innistal oder jemand anderen in den Umma-Hügeln belästigen. Der Bürgermeister von Innistal war sehr dankbar für die Rettung seines Dorfes. Ja, das haben wir. Das auch. Rätsel um Montaron. Rätsel Abwasserkanäle.
Reise zu dem Windspeerhügel, Korgan und das Buch von Kasa, Kangaks Körper, Gail Bale.